Hallo, liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Ausgabe von BibelTV, das Gespräch. Vorstellen mag und kann sich das eigentlich keiner so richtig, den Tod des eigenen Kindes zu erleben oder erleben zu müssen. Aber so etwas wählt man sich natürlich nicht aus, sowas geschieht und dann muss man schauen, wie man da durchkommt. Unsere heutigen Gäste, Eltern eines verstorbenen Kindes, werden uns davon berichten und haben versucht, mit einem Buch über ihre Trauer zu berichten. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Bernadette und Klaus Rüggeberg. Die Frage geht an Sie beide, aber Ladies first vielleicht. Ja, dieser Moment der Nachricht, der Sohn ist tot. An was können Sie sich erinnern noch aus der Sekunde? Ich hörte mitten in der Nacht ein Schellen und bin die Treppe runtergelaufen und sah meine Tochter vor der Türe stehen und dachte, ach, die hat irgendwas Unangenehmes auf der Autobahn erlebt, auf dem Weg nach Aachen, und ist irgendwas dazwischen gekommen, und du machst ja mal schnell die Türe auf. Dann war auch mein Mann schon da. Und dann empfing sie mich weinend, verzweifelt, und sagte, setz dich bitte mal hin. Und dann hat sie nur gesagt, der Tobias ist tot. Und von da an kann ich mich letztlich nur an weniges erinnern, weil ich irgendwie versteinert bin, innerlich versteinert. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin verstummt. Also es war dann auch noch die eigene Tochter, die es überwacht hat? Richtig. Man stellt sich immer vor, das ist die Polizei, die das tut. Richtig, ja, es wäre auch so gewesen. Nein, mein Mann wäre es selber gewesen. Er ist nämlich Notfallseelsorger und hatte in dieser Nacht in Köln Notfallseelsorgedienst. Und das hatte er zufällig den Kindern gesagt, weil wir nämlich an diesem Abend das letzte Geschenk unseres Sohnes eingelöst haben oder beziehungsweise einlösen wollten, was meinem Mann nicht gelungen ist. Er musste nämlich zu einer Selbstmörderin und da die Angehörigen versorgen. Und ich bin alleine zu Dieter Nuhr gegangen. Und das hat er noch schnell den Kindern mitgeteilt. Und unsere Tochter ist als erstes von der Polizei aufgesucht worden, von der Landespolizei, weil sie in der Nähe unseres Sohnes in Aachen wohnte. Und dann hat sie gesagt, nein, also meine Eltern dürfen das nicht durch die Polizei erfahren, das mache ich selbst. Das wollte die Polizei nicht. Aber dadurch, dass sie ihren Mann an der Seite hatte, haben sie es dann zugelassen, und sie ist dann unter schrecklichen Umständen diese Stunde von Aachen nach Köln zu uns gekommen, um uns dann diese Nachricht zu überbringen. Also wir sind ihr natürlich total dankbar, dass wir das nicht von einem uns fremden Polizisten entgegennehmen mussten, aber für sie war es eine Tortur. Schon mal ein wichtiger Hinweis, auf den wir gleich nochmal kommen, dass auch entscheidend ist, wer solch eine Nachricht überbringt. Darf ich Sie das auch noch fragen, woran Sie sich erinnern können? Ich kann mich erinnern, dass ich das nicht glauben konnte. Ich konnte das nicht fassen. Und ich habe dann völlig geschäftsmäßig die von meiner Tochter mitgebrachten Rufnummern gewählt zum Konsulat in Ägypten, wo der Unfall passiert war, und auch hier zum Landeskriminalamt, und habe mit denen ganz normal gesprochen, bis ich dann beim dritten Gespräch erfasst habe, das ist wirklich so. Und ich muss das anerkennen. Und dann habe ich das auch anerkannt und dann habe ich geschrien, gebrüllt, geweint und konnte mich nicht mehr beruhigen. Es war schrecklich. Das wissen Sie alles noch ganz genau? Das weiß ich noch. Das war also anders als bei Ihrer Frau. Ja. Haben Sie Ihren Mann, haben Sie das noch in Erinnerung, dass er so reagiert hat? Also, dass er telefoniert hat ohne Ende, das weiß ich. Ich habe das irgendwie direkt entgegengenommen. Für mich war das klar. Ist das schon mal was ganz Typisches? Männer, Frauen reagieren unterschiedlich, oder ist es einfach was Spezifisches, Sie als Persönlichkeiten? Ich glaube, dass es eher unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten sind. Treffen sich denn da zumindest Muster wieder, wie Menschen auf so etwas reagieren grundsätzlich? Sind das normale Verhaltensweisen? Also aus unserer Erfahrung heraus ja. Also wir haben ja in diesen letzten 5 Jahren viel mit anderen betroffenen Eltern gesprochen. Und die ganze Spannbreite ist uns entgegengekommen. Also die Erstarrung ist ein sehr häufiges Phänomen, aber dieses Schreien und Toben und auch erstmal nicht wahrhaben wollen, ist ebenso vorhanden. Wozu dient das? Also kann man das so beschreiben im Nachhinein? Was war da dann wichtig? Was lässt man damit raus? Das Unfassbare, die Verzweiflung, die Trauer,
ich bin ein expressiver Mensch. Ich muss das ausdrücken, sonst platze ich. Sonst das geht gar nicht anders. Meine Frau ist anders. Ich muss das immer wieder ausdrücken. Bis heute ist er jetzt bald 5 Jahre her. Mir hilft es, darüber zu reden. Jetzt muss ich nicht mehr schreien. Weinen muss ich oft, aber auch nicht mehr so wie früher. Für mich ist das eine Ausdrucksform, die ich benötige, damit die Trauer in Fluss kommt. Sonst kann ich das nicht bewältigen. Hilft es auch, über ihn zu sprechen oder nur über diese Situation? Hilft es auch, also zu sagen, ja, er war so und dies und das hat er gern gemacht? Das hilft unglaublich. Und das war auch ein großer Verdienst seiner Freunde, zu denen wir immer noch guten Kontakt haben, die damals am Beginn, kurz nach dem Ereignis, dann auch viel erzählt haben über ihn. Er war ja 30 Jahre, wir haben ja vieles gar nicht mehr mitbekommen, aber die Freunde haben vieles mitbekommen, an schönen Geschichten, witzigen, natürlich auch traurigen Geschichten, die haben die uns erzählt, oft illustriert durch Fotos oder Symbole. Das ist eine ungeheure, tröstende Aktion gewesen, ein großer Trost, Geschichten zu hören, die diesen Sohn uns noch mal so nahe bringen. Machten. Ja. Mhm. Wie würden Sie ihn denn beschreiben heute? Also, ich glaube, er war, was man in der Schulzeit nicht entdecken konnte, sehr ehrgeizig. Er hatte einen Beruf gefunden, der ihm sehr viel Freude bereitete. War da sehr innovativ, das haben uns auch seine Mitarbeiter und seine Vorgesetzten erzählt. Sehr tolle Ideen hatte, er hatte schon die Möglichkeit aufzusteigen. Was hat er denn gemacht? Der war Personalreferent in einer großen Firma. Mit mehreren tausend Mitarbeitern war da schon für viele Mitarbeiter zuständig und das gefiel ihm. Das macht ihm Spaß, da konnten wir beide uns sehr gut austauschen. Weil ich eben auch für Mitarbeiter verantwortlich bin, hatten wir einen guten Draht miteinander. Und immer wenn er freitags nach Hause kam zu uns und seine Tochter abholte, die er am Wochenende betreute, dann habe ich ihn immer als erstes gefragt, jetzt erzähl mir doch ein, zwei Geschichten von der Arbeit. Und er konnte mir immer richtig nette Geschichten erzählen. Und das ist was Schönes. Ja. Das ist toll. An denen hält man sich dann auch fest? An denen hält man sich fest. Genau. Und ich habe mir einige auch aufgeschrieben und habe sie immer seiner Tochter erzählt. Wenn sie bei uns schlief und dann habe ich sie massiert und habe ihr so ein bisschen erzählt von ihrem Vater, damit sie ihn gut in Erinnerung hält. Was war denn da geschehen in Ägypten eigentlich? Und flucht man dann auf dieses Land? Macht man das verantwortlich oder sagt man dann, ja, das nicht? Der hatte eine Tour zu den Pyramiden unternommen, die er unbedingt sehen wollte, mit einem Bus. Und auf der Rückfahrt von Kairo, also von den Pyramiden, dann zurück in sein Hotel, ist der Bus verunglückt. Dabei sind 7 Menschen gestorben, einige waren schwer verletzt und einige oder viele hatten noch gar nichts. Sie haben Glück gehabt. Und er ist auf diese Weise gestorben, der Fahrer ist tot, die Firma gibt es nicht mehr. Wir hatten da, glaube ich, beide keinen Hass oder keine Wut. Ich weiß nicht, manche Eltern sind ja auch so, ach, was fährst du in so ein Land? Und da macht man sich große Sorgen drumherum vorher. Aber das war bei Ihnen auch nicht, der war so selbstständig. Und nein, das war seine erste Pauschalreise. Er hat bis dahin eigentlich nur Rucksackreisen von Honolulu wirklich bis Sibirien, Alaska. Also es hat nichts gegeben, was er nicht aufgesucht hat. Ägypten eine kleine Nummer. Ja, war eine kleine Nummer. Es war eine ganz kleine keine Nummer. Sorge. Eine ungewöhnlich traditionelle Nummer. Sie sagten gerade, dass auch viele vollkommen unverletzt aus diesem Unfall rausgegangen sind. Natürlich denkt man dann sofort, also würde ich jetzt denken, ja, unser Sohn stirbt und die leben weiter. Gibt es dann so eine Frage, warum der und warum die nicht? Ich hatte das nicht. Ich habe mich gefreut, wirklich gefreut bis heute. Wir haben zu einer Person noch Kontakt, zu seiner Freundin, die mit im Bus war. Nicht mehr viel, aber ab und zu noch Kontakt. Und ich freue mich, dass sie lebt und dass es dir gut geht. Ich hab das nicht empfunden. Ich weiß nicht, wie. Das teile ich absolut. Wir waren total froh, dass Hanna lebt. Und sie konnte uns wenigstens einige Dinge berichten. Wir hätten ja sonst nichts gewusst. Also die Informationen über dieses Unglück waren sehr, sehr spärlich. In der deutschen Presse ist es gar nicht erschienen. Nur in der ausländischen Presse, weil auch andere Nationalitäten in dem Bus saßen. Und Hanna konnte uns dann berichten, dass sie ihn bis zum Schluss im Arm hatte. Sie ist aus dem Bus geschleudert worden und hat ihn dann gefunden auf dem Wüstenfeld. Und er war sofort tot. Und das ist für mich auch ein großer Trost. Nein, Hanna soll leben.
Mhm. Mhm. Und dass er sofort tot war, das meinen Sie jetzt war auch ein großer Trost. Das war ein großer Trost. Trost ist das Wort. Wie kommt man denn jetzt wieder da raus? Also, wir stehen jetzt in der Situation, die Trauer hat Sie gerade überwältigt, dann, ja, weil das alles so unfassbar war. Heute können Sie hier sitzen, zwar noch mit ein bisschen belegter Stimme, aber vieles ist geschehen in diesen 5 Jahren. Welche Schritte haben geholfen? Also, die erste Zeit haben wir abgelebt. Da mussten die Dinge natürlich passieren, die passieren mussten, wie Beerdigung. Da haben wir große Unterstützung von Freunden und von unseren Kindern gehabt. Die Kinder haben 6 Wochen bei uns gelebt, das war großartig. Aus aller Welt kamen sie. Unsere Tochter wohnte damals in Kanada. Sie kam mit ihrem ersten Kind und ihrem Mann. Das war ein Nest, das war Wärme. Und das war so sicherlich für uns auch nur auszuhalten. Aber die Tage, wir waren froh, wenn wir abends ins Bett kriechen konnten. Wenn wir den Tag geschafft hatten, wenn wir, ja. Nicht das Leben rumkriegen. Ja, wir mussten irgendwie diesen Tag ableben. Einen für den anderen Tag ableben. Nichtsdestotrotz haben Sie gesagt, es war eine große Hilfe, dass die dann da waren. Was ist es denn genau, was denn da hilft? Dass man nicht alleine ist? Oder was kann so ein Mensch beitragen dann? Dass wir nicht alleine sind, dass wir Geschichten erzählen können, dass wir uns gegenseitig Halt geben, dass wir Gefühle ausdrücken können. Sie müssen sich vorstellen, in so einer Situation ist man im Grunde nackt voreinander, obwohl man angezogen ist. Das heißt, sie zeigen ihre Seele ganz offen. Und wenn sie dann Menschen haben, die das auch tun und die damit vertraulich umgehen, und das war bei den Kindern und Schwiegerkindern so, ist das eine ungeheure Hilfe. Mhm. Das heißt, Sie haben erstmal, Sie wollten noch was ergänzen? Also man könnte höchstens noch sagen, es war schon gut, dass wir einfach nur abends beieinander saßen. Mhm. Dass wir uns sahen, dass wir uns spürten, dass wir diese Gemeinschaft erfuhren. Das war schon ganz viel. Nun haben Sie eben gesagt, dass auch Freunde sich gut gekümmert haben. Ich stelle mir das jetzt von der anderen Seite her vor. Freunde werden ja vermutlich auch Schwierigkeiten gehabt haben, weil sie Angst vor der Situation hatten, sich das nicht vorstellen können. Und was sagt, die große Frage ist immer, was sagt man denn? Haben Sie auch Erfahrungen gemacht, wo Leute aus Ihrer Sicht heute, zwar nicht absichtlich, aber dann doch Fehler gemacht haben, wo Sie sagen, also das geht eigentlich gar nicht? Was wir erlebt haben, aber es in der Zeit danach, in der laufenden Zeit danach, dass wir, wenn wir angesprochen wurden, wie geht's Ihnen oder wie geht's euch denn, dass wir tatsächlich von uns was preisgegeben haben und dann kam nichts mehr. Das war die einzige und immer wiederkehrende Situation. Dann fühlt man sich so bloßgestellt. Ja, da hat man was ganz Wertvolles von sich hergegeben und abgegeben und weiß nicht, was das Gegenüber damit macht, weil keine Reaktion kommt. Es kommt nur ein Schweigen und ich denke, verstehen Sie es jetzt? Oder bewerten Sie es jetzt? Was passiert auf der anderen Seite? Und das wirkt wie eine Wand. Was hätten Sie sich denn gewünscht? Also, dass Sie irgendetwas sagen? Oder? Ja, also wir haben zum Beispiel eine Reaktion erfahren, die fand ich ganz toll. Dann sagte ein Freund von uns, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war großartig. Ah, ja. Das war ein offenes Geständnis, dass er mich zwar gefragt hat, wie es mir geht, aber dann erstmal doch hilflos war, mit der Antwort umzugehen. Das ist völlig okay. Die anderen mögen das Gleiche gedacht haben, haben es aber nicht gesagt. Ne? Haben geschwiegen. Sicherlich. Das heißt, man lernt daraus. Ja, was würden Sie für einen Grundsatz daraus lernen, ziehen, den man vielleicht Menschen mitgeben kann, die mit solchen schlimmen Dingen umgehen müssen? Du musst keine, ich weiß, als Grundsatz ist, du musst keine klugen Reden halten, du musst nicht in tollen Worten kondolieren. Du kannst so sein, wie du bist. Du kannst mit weinen oder du kannst sagen, ich kann nichts sagen, ich habe keine Worte, ich umarme dich einfach nur. Du kannst einen Brief schreiben und gar nicht kommen. Es gibt viele Möglichkeiten. Alle sind okay. Jetzt haben Sie eben noch so gesagt, man ist ganz nackt voreinander. Dann ist man ja, also man ist natürlich sowieso verletzlich in der Situation, aber noch verletzlicher auch voreinander. Sie sehen dann ja plötzlich vielleicht auch Dinge aneinander, die gar nicht, ja, die vielleicht sogar neu sind. Wie ist das, bringt das, kann man vielleicht auch nicht grundsätzlich sagen, aber wie war das bei Ihnen, bringt das eine Ehe zusammen oder sind da auch große Gefahren drin, da auseinanderzufallen? Es gibt ja große Gefahren. Wir wissen ja aus Untersuchungen, dass
sich Paare oft trennen nach solchen tiefgreifenden Erlebnissen. Bei uns war das anders. Wir haben, würde ich sagen, unsere Liebe vertiefen können. Wir sind immer im Gespräch darüber geblieben. Wir sind etwas unterschiedlich in der Trauer umgegangen. Wie ich eben sagte, ich eher expressiv, sie eher zurückhaltender. Aber wir waren immer im Gespräch darüber. Wir waren sehr verbunden in der Zeit. Und das hat uns geholfen in diesen Monaten und Jahren. Ich würde sagen, seitdem ist unsere Beziehung tiefer geworden. Kann man das so ein bisschen spezifizieren, wodurch denn eigentlich? Weil sie sich gegenseitig Stütze waren oder was hat zu der Vertiefung geführt? Oder ist es so, wir haben jetzt sowas Tiefes zusammen erlebt, das kriegt man nicht mehr auseinander? Erstmal, mit wem sollte man das teilen? Das ist ja sowas Besonderes, wenn ich dich verlassen würde, mit wem sollte ich das teilen? Das ist ja auch noch eine große Frage. Wer könnte sich das immer mal wieder anhören wollen über die Jahre hinweg? Das ist aber nur eine Geschichte. Ich glaube, wir sind irgendwie in die Lage versetzt worden, warum auch immer, nochmal die wertvollen Seiten aneinander zu sehen. Mhm. Also, dass, wenn man so viele Jahre zusammen ist wie wir sind 40 Jahre zusammen, das ist ja schon beachtlich, oder über 40 Jahre zusammen, da verliert man auch schon mal den Blick, oder ich habe ihn auf jeden Fall schon mal verloren, für die wertvollen Seiten. Ja, ja. Und die tauchten irgendwie für mich wieder sichtbarer auf. Und, wir wussten, was wir aneinander haben. Genau. Wir haben das da erlebt nochmal. Genau. In der Trauer, in dem, wie wir uns gehalten haben. Wir haben oft so gesessen, haben uns die Hand gehalten. Jeder hat geweint, mal der eine, mal der andere, mal gemeinsam. Aber wir waren da irgendwie verbunden und wussten nochmal neu, was wir aneinander hatten. Das erfährt man ja nicht immer so im täglichen Leben, aber da haben wir es erfahren. Ja, ja. Und niemand hat dem anderen noch Vorwürfe gemacht. Nein. Nein, nein. Also es gab mal einen Konflikt, weil mein Mann eben so expressiv ist, fühlte ich mich mal zurückgesetzt, weil ich, wenn ich weinte und meine Situation dann darstellte, war er wieder ganz schnell bei sich. Ah, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt musst du mal was sagen und habe es dann auch ausgesprochen und seitdem achtest du da sehr gut drauf. Jetzt ist Ihnen beiden ja der Glaube wichtig, für Sie ist es sogar der Beruf. Ja, hat der Glaube eine Antwort gegeben? Störte der? War der hilfreich? Was sagt man diesem Gott? Sagt man dem gar nichts in dieser Situation? Hört man etwas? Ganzer Komplex, ganz viele Fragen. Fangen wir mal an damit. Welche Rolle hat der Glaube in der Situation gespielt? Taucht er überhaupt auf? Also ich kann sagen, in meiner Situation war der zunächst keine Hilfe. Ich habe von Gott nichts gespürt. Ich habe mich auch gar nicht damit beschäftigt. Ich war so verzweifelt, die Frage nach Gott war nicht meine Frage. Also auch nicht im Sinne von Ihnen dafür verantwortlich zu machen? Nein. Sowas auch nicht? Nein, nein. Kam einfach gar nicht vor? Kam nicht vor. Mir hat geholfen, wirklich geholfen, wenn Freunde oder auch entferntere Menschen sagten, wir beten für euch. Das fand ich toll, weil ich gespürt habe, ich kann das überhaupt nicht. Ah, ja. Ich kann nicht, ich will nicht beten, ich kann nicht beten. Und diese mit dem Glauben, das ist wie auf Eis gelegt. Und das hat mir gut getan. Und jetzt nach 5 Jahren, wo ich wieder ganz gut ins Leben zurückgekehrt bin und auch wieder Glück empfinde, was ich mir damals nicht vorstellen konnte, wenn ich zurückblicke, dann denke ich, ja, wahrscheinlich hat Gott dich begleitet. Jetzt im Nachhinein kann ich das glauben und sagen, aber in der Situation habe ich nichts gespürt. Welche Hinweise gibt es für Sie heute, dass Sie sagen können, da hat uns Gott irgendwie begleitet? Ich habe am Anfang gedacht, ich überlebe das nicht. Psychisch überlebe ich das nicht. Und ich habe das geschafft und da bin ich sehr dankbar. Und das habe ich durch Menschen geschafft, durch meine Frau, durch Freunde, die an meiner Seite waren, meine Kinder. Aber ich glaube, letztlich durch Gott geschafft. Das ist mein Glaube, dass ich durch diese Zeit hindurchgekommen bin. Und haben Sie eben gesagt, Ihr Glaube war auf Eis gelegt. Sie haben in der Situation, wo Sie die Nachricht gehört haben, gesagt, Sie waren wie versteinert, also bei beiden Erstarrung. Gilt das auch für Ihren Glauben oder war da was anderes? Nee. Also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, die unmittelbar nach dem Tod, nach der Nachricht zum Tod unseres Sohnes mich erreichte. Meine Schwester hatte im Gottesdienst den Spruch gehört, als sie reinkam, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein.
Das war auch der Spruch unserer Todesanzeige. Und das hat sie mir gesagt, als ich, sie hatte gerade auch die Nachricht von mir erhalten. Und das war das letzte Wort, was mich eigentlich von Gott noch erreicht hat. Und dann habe ich noch diesen Gottesdienst in mich aufgesogen zur Beerdigung. Das war großartig. Und dann spielte er, ich habe nicht nach ihm gefragt, es spielte keine Bedeutung. Dann aber habe ich so den Eindruck, entwickelte sich für mich eine neue Dimension des Glaubens. Also wenn ich abends ins Bett ging, habe ich immer rausgeschaut in den Himmel. Und da dachte ich, hier geht nichts verloren. Oder wenn ich in der Natur war und die Wassertropfen sah und wusste, kein Wassertropfen geht verloren. Warum soll dann mein Sohn verloren sein? Und das war eine Dimension, die ich schon mal geahnt habe nach dem Tod meiner besten Freundin vor 20 Jahren. Das hat sich aber wieder so ein bisschen verloren in mir. Und durch unseren Sohn habe ich dieses Bewusstsein viel stärker erlangt, da gibt es noch eine größere Dimension des Glaubens als das Intellektuelle. Und die auch außerhalb der Bibel liegt, die ja sehr allumfassend ist. Und das ist, glaube ich, das Besondere, was mir auch erst mit der Zeit immer deutlicher wurde. Und das ist was sehr Schönes und was sehr Kostbares. Das hat sich auch erhalten. Das hat sich erhalten. Mhm. Normalerweise, also für jemanden, der nie durch so eine Situation gegangen ist, kommt ja immer ganz leicht, das haben wir bei allem Kram, selbst wenn das Haustier gestorben ist, die Frage nach dem Warum. Aber die hat sich für Sie so nicht gestellt. Das ist immer die große Überraschung dann. Mhm. Da denkt man ja, also muss man da fragen, warum, wozu, wofür soll das gut sein? Ich hatte schon vorher, durch meinen Beruf, war ich zunehmend abgerückt von der Vorstellung, dass Gott so wie so ein Magier in diese Welt eingreift und das Kind wegzieht von einem herannahenden Auto oder einen Bergsteiger rettet, dass er nicht vom Berg runterfällt. Ich glaube einfach, Gott handelt so nicht. Die Dinge passieren. Und wer zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit am falschen Ort ist, der leidet oder stirbt. Ich glaube, dass Gott handelt in dieser Welt. Aber meine Überzeugung ist, dass er inwendig handelt, sozusagen in uns Menschen, dass er uns befähigt, das Schwere zu schultern und da durchzugehen und beim Glück nicht abzuheben und übermütig oder hochnäsig zu werden. Also ich glaube schon, dass Gott da ist, aber er nimmt uns nicht diese Dinge. Das heißt, die äußeren Dinge geschehen einfach. Da haben Sie nicht die Frage gestellt, warum die äußeren Dinge geschehen, jetzt nicht nur auf Ihren Sohn hin, sondern warum die Welt so ist. Auch das haben Sie nicht gefragt. Sondern Sie sind aber überzeugt davon, dass Sie innerlich verändert worden sind. In welche Richtung sind Sie verändert worden? Was sind Sie heute? Was wären Sie heute nicht, wenn Ihr Sohn nicht gestorben wäre? Ja, ich kann nur noch mal darauf verweisen, dass es für mich diese Dimension des Glaubens ist, die über dieses Gottesbild hinweggeht, was ich bis dahin hatte, dass es viel allumfassender ist und in dem Sinne, dass unter dieser Macht Gottes, die ich mir nicht körperlich vorstelle, nichts verloren geht. Mhm. Und das ist was sehr, sehr Tröstliches, was mir die Natur gezeigt hat. Ja, was mir nicht ein Bibelwort gezeigt hat, sondern was mir ganz einfach die Natur gezeigt hat. Mhm. Und das wäre ich nicht ohne das. Und ich glaube, ich bin gelassener geworden. Also man misst ja alles an dem, was man erlebt hat. Und das ist natürlich ein Maßstab, der einen durchaus gelassener sein lässt. Das war bei mir auch so, dass ich daran gemessen die Dinge in meinem Leben relativiere. Ich reg mich nicht mehr so viel auf über Verlust von diesem oder jenem. Ich nehme das so. Ich bin auch ruhiger geworden, glaube ich, gelassener geworden und habe einfach eine andere Hierarchie an Wichtigkeiten in meinem Leben. Das hält sich auch bis heute? Das hält sich in der Regel. Ich denke schon, man muss immer mal wieder darum ringen und sich das bewusst machen. Das ist schon, also man wird schon schnell in den Sog dieser Zeit wieder hereingeholt. Ne? Ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen. Ja, natürlich. Also, dass man wieder im Alltag drin ist. Sie haben eben gesagt, dass Sie auch wieder Glück empfinden können. Das heißt, Sie haben es geschafft nach 5 Jahren, trotz aller Rückschläge, die es vermutlich auch gegeben hat,
Vieles gäbe es noch zu betrachten. Leider ist die Sendezeit schon wieder rum, aber Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben. Ich glaube, dass das wichtig wäre für Leute, die das jetzt gehört haben, auch in solch einer Situation sind, dass man darin sicherlich viele Tipps findet, wie man mit der Trauer umgeht. Und deswegen ist es sicherlich ein guter Ratgeber. Danke, dass Sie uns Mut gemacht haben, ohne Frage. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren. Gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.